Hey, hallo, na? Weiterspielen? Hm? Wieder in die Wüste? Jawohl. Sonnenuhr. Die gucken wir uns mal an. So einfach funktioniert das nicht. Eine Plakette wies darauf hin, dass diese Rekonstruktion einer original-indianischen Sonnenuhr vom Verband experimenteller Kunsthistoriker gestiftet wurde. Der Sockel ließ sich scheinbar drehen. Na gut. Was ändert sich? Schauen wir uns das mal an. Ist bei dir irgendwas anders? Nö. Das Einzige, was ich habe, ist dieses verdammte Mayonnaise-Glas. Ist die Sonne jetzt hier und sonst nicht? Ich gehe nochmal zurück und guck mal, ob die Sonne wieder links ist. Nee. Nein, hier lang. Gehst du da? Hm. Okay. Drehen wir sie mal. Dann gehen wir mal zu den Kartoffelhainis. Ja, die Sonne ist unverändert da. Feuer. Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Sie würde sie wohl schnell aufbrauchen müssen. Lilly wurde ein wenig... Mayonnaise. Was ist mit dem Goldgräber? Wenn Lilly groß war, würde sie auch Goldgräber werden. Dann hätte sie endlich ihre eigene Spitzhacke. Nice. Howdy, Fremde. Was treibt ein braves Mädchen in so einer rauen Umgebung? Warte mal. Doch nicht etwa auch der Goldrausch, oder? Da kannst du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. Wieso nicht? Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Aber das kannst du getrost vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Der Eingang wird von einem Wendigo bewacht. Lilly hatte kein Interesse an der Mine. Aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnte es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Lilly hatte kein Interesse an der Mine. Aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnt es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Ja gut, da kriege ich keine neuen Infos. Vergiss es. Der Weg zu meiner Mine ist streng geheim. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Okay, das heißt, ich muss irgendwas in diese Büffeltasche tun, was irgendwas verliert. Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Tja, viel weiß ich auch nicht. Es ist irgend so ein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Er treibt sich hier irgendwo rum. Der Schamane? Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. Na gut. Kann ich hier irgendwas machen? Irgendwas? Das Feuer bringt uns auch nicht weiter. Kann ich... Warte mal. Kann ich Kaffee trinken? Drüben sagen, ich würde gerne, ja, mein Verbot, das Feuer anzufassen, jetzt mal über Bord werfen? Versuchen wir es mal. Mal gucken, inwiefern das hier drüben auch noch gilt. Habe ich die Mayonnaise noch? Nein. Ja. So, dann kommt er wieder. Dann kann ich ihn hypnotisieren. Und ich bin wieder hier. Okay. Gut. Das heißt, jetzt schmeiße ich die Mayonnaise ins Feuer. Nur weil Lilly wieder mit sie spart. Oder als ich... Lilly in die... Ich rede mit dem... Na, hat der... Als Lilly... Na.
Was hatte ich denn letztes Mal damit gemacht? Huch, sag mal, was du bist doch. Hey! Du sollst nicht lügen? Nein. In dem Fall muss ich dich leider bitten, aus der Leitung zu gehen. Ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Kriege ich, du sollst nicht lügen, auch weg? Ich sehe hier gerade nichts, was ich noch machen kann. Ist so ein Glas Mayonnaise genug für ein Buy-in? Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtige Geldbeträge. Also leg etwas Geld auf den Tisch oder zieh Leine. Ich ziehe gerne an der Leine. Die Hunde jetzt. Kann ich da einfach Mayonnaise hinlegen? Was soll doch... Also... Wenn ich dem Hund das gebe, ist das das gleiche Ergebnis, ne? Was soll doch... Ja. Schade. Ich gehe mal in den Hinterhof. Kann ich ihm ein bisschen Geld abzocken oder ihm Mayonnaise geben? Das ist zwar nicht gesund, aber es ist auch keine Krankheit. Gut. Wenn das so ist, stelle ich mal einfach die Mayonnaise auf die Sonnenuhr. Okay, dann drehe ich das und habe jetzt gammelige Mayonnaise. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Skull! Okay, ich bin krank genug, um das Alkoholzeug jetzt zu kriegen. Ist in Ordnung. Damit sind wir schon mal weitergekommen. Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme, Natur... Und jetzt für alle, die kommen Sie ja. Und nehmen Sie eine... Das will ich. Ach du... Nein, du brauchst nicht unbedingt näher kommen. Es sei denn, du hast inzwischen eine ansteckende Krankheit bekommen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten, einen Tinnitus, Hepatitis, Gebärmutterkrebs. Ja, aber hallo, was haben wir denn da? Da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Meinen Glückwunsch. Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo! Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Sehr gut. Ja, das hat funktioniert. Gucken wir uns die mal an. Ich habe hier ein Taschentuch und Medizin. Die Farbe der Flasche erinnerte Lilly an irgendwen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Hatte die Flasche gerade gesprochen? Egal. Packen wir mal das Taschentuch... Nee, gucken wir uns das erstmal an. Die roten Bröckchen im Taschentuch waren vielleicht ein Hinweis darauf, dass Lilly medizinische Hilfe brauchte. Die roten Bröckchen... Nicht die roten. Ach, ich wollte das da... Ist egal. Okay, das heißt, ich packe jetzt mal die Medizin in die Satteltasche. Und wenn alles klappt, wie ich will, dann Lilly brennt das sogar. Lilly war sich sicher, dass das kein... Ja gut, dann schmeißen wir mal die Flasche einfach ins Feuer rein. Mal gucken, was dann passiert. Nur weil Lilly wieder mit... Sie sparte sich... Taschentuch? Nur weil Lilly... Sie... Habe ich hier irgendwas noch? Nein. Ich könnte theoretisch hier mit Rauchzeichen machen. Komme ich mittlerweile zum Sheriff? Ist er jetzt anwesend oder lassen die mich das immer noch nicht machen? Die Tür war fett. Schade. Ja gut. Das heißt, der Geier ist meine einzige offene Stelle gerade. Hier nicht Hinterhof. Ich... Ach. So. Prärie! Hollerö, na du lieber Geier, du kriegst jetzt erstmal ein Taschentuch. Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putz dir mal die Zähne.
Da war doch eigentlich ein rotes Bröckchen drin. Naja. Was ist da? Okay. Alkohol funktioniert auch nicht. Kann ich die Medizin einfach auf die Sonnenuhr kippen? Lilly durft. Schade. Eine Plakette wies da der. Ja. Lilly durfte keine Zeit vergeuden. Ja, und? Schade. Es war das Einzige, in dem sie richtig gut war. Ja, okay. Generische Antwort. Funktioniert einfach nichts. Die roten Bröckchen im Taschen. Ich hab ein Taschentuch. Hey, lass Dolly in Ruhe. Solange du dich ganz still verhältst, kannst du sie gern aus der Ferne bewundern. Aber wehe, du störst sie bei ihrer Mahlzeit. Kann ich dem Goldgräber was? Howdy, willst du dann ver... Ich bin nah dran. Kann ich dem Medizin was geben? Was soll ich denn damit? Ich habe eine ganze Mine voller Gold. Wenn ich wollte, könnte ich mir gleich ein Dutzend davon aus Elfenbein schnitzen lassen. Taschentuch? Was soll ich denn? Ich will... Ja. Lilly war sich sicher. Okay. Können wir die Medizin kühlen? Ja. Sag mal, spinnst du denn? Bei dieser Kälte kann man sich schnell eine Erkältung einhandeln. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Okay, können wir das jetzt wieder mitnehmen? Nee, wir können mit ihm reden, aber erstmal schauen wir ihn uns an. Der Djinn machte einen erkälteten Eindruck. Mir ist nur ein wenig kalt. Krank bin ich nicht darum. Lange nicht. Und dieses Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Ich gebe ihm mal ein Taschentuch. Oh, danke. Ah, was ist das? Schnell, die Medizin. So. Endlich. Lecker. So schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Was tust du denn da? Och nö! Bin ich durch? Aber was war mit dem Schaman und was mit der Goldmine und... Ach mein Gott! Ich hab... Meine Taschen stinken, das sind alles rote Heringe! Ekelig! Boah, ey, aber seine Mütze ist gut. Die gefällt mir. So, das heißt, ich kann den jetzt mitnehmen. Du sollst keinen... Bleibt er stehen? Nein. Okay, die Westernstadt ist für mich auf jeden Fall... passé. Prösterchen. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Wagga, wagga, wagga! Ja, so ist doch gut. Schön weitermachen. Klasse! Jetzt können wir uns hier noch den letzten Drink kredenzen. Indem wir einfach eine Flunder hier nehmen und dann haben wir's. Klasse! Ja, ich hätte gerne einmal... Es ist keine... So, dann pumpen wir mal die Flunder auf. Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch und niemand war da, um ihn zu loben. Zack. Ganz einfach.
Und Bims. Wagga! Wagga, wagga, wagga! Nehmen wir den Sunny Cup mal mit. Aber was bringt der? Betäubungsgift Sunny Cup. Mach den Tag zur Nacht. Okay. Sie hat den jetzt einfach genommen. Ich nutze jetzt einfach mal den Alkoholtest, um hier reinzukommen. Ein besoffenes Kind! Was ist das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Das ist ein Bingo. Es sei denn, die Karte rutscht jetzt wieder weg. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Und da war sie nun endlich, die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Ja. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Ja. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Okay, wir haben die Karte. Gucken wir sie uns mal einfach an. Und Edna da war sie hier. Nun endlich, die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Kann ich hier sonst noch was machen mit der Karte? Nein. Das ist das Kloster, hier ist der Ort, da ist die Anstalt, da ist irgendein Monster. Naja. Kann ich hier raus? Der Fluchtwagen stand bereit. Leider gab es niemanden, der sie befreien wollte. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Okay. Das Einzige, was ich haben kann, ist das Wollknäuel. Lilly hatte keine. Sie musste. Wahrscheinlich war sie schon ganz. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Okay, das heißt, die Luftpumpe ist weg. Geld? Lilly hätte das Geld gerne dazu benutzt. Leider war dies kein Browserspiel. Lilly hätte das Geld gerne dazu benutzt, all ihre Probleme zu lösen. Leider war dies kein Browserspiel. Das kann's nicht sein, weil ich den theoretisch hätte auslassen können. Betäubungsgift Sunny Cup. Mach den Tag zur Nacht. Der Flucht. Leider, Lilly war. Lilly hatte Kasimubasch. Die Idee war gut. Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Ach, heul doch nicht. Ob das hier wohl die Zutat für einen der Drinks war? Lilly konnte es nirgendwo auf der Karte entdecken. Ich drück mal die Leertaste. Ich habe hier einfach nur ein Fahrrad und einen Pizzakarton. Von hier aus sah die Pizza viel toller aus, wie alles, was man nicht haben konnte. Pizza, Freunde, Eltern. Kann ich mit dem Typen einfach reden? Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freiem Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Ich kann nicht lügen, scheiße. Oh Mann. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht. Tja, dann kann ich dich auch leider nicht freilassen. Man kann mir einiges nachsagen, aber nicht, dass ich nicht aus meinen Fehlern lerne.
Okay, dafür ist der Hase aber jetzt da. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir den mit unserem Wollknäuel hypnotisieren und dann schauen wir mal, was daraus wird. Bis dann und tschüss.